Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start, wie jeden Samstag, zurück in unserer Lodge, in der wir immer noch nach wie vor versuchen, alle Tiere als Diamant zu schießen. Und eigentlich sieht es schon ganz gut aus mittlerweile hier, ne? Letzte Woche hatten wir ja auch Glück mit unserem Wapiti. Ah, der sieht jetzt, das hat ja so ein grobes Geweihert von hier unten. Aber wir fragen mal unser Glücksrad, wo es denn diese Woche gerne hin möchte. Da bin ich ja gespannt wie ein Flitzebogen. Ob wir mal was kriegen. Es ist Silver Ridge Peaks. Okay. Da hatten wir ja letzte Woche immerhin mal einen melanistischen. Und zwar die melanistische Bergziege. Und da bleiben wir einfach bei. Wir werden weiterhin Bergziegen jagen. Denn das Gute ist, das Hochgebirge hier, wo wir jetzt hier gerade starten, das haben wir letzte Woche schon soweit ganz gut erkundet. Wir hatten da unten ein paar Bergziegen, da gehen wir jetzt hin. Da oben hatten wir ein paar Bergziegen, da oben hatten wir die melanistische. Aber da hatten wir nichts Gutes. Das heißt, wir können uns hier auf neue Regionen beschränken. Und ich werde einfach hier runtergehen. Heißt, hier die beiden Berghänge abchecken und dann hier rüber wechseln nach hier unten. Denn ich glaube, hier unten gibt es auch Bergziegen. Und dementsprechend, ja, wird heute mein Weg hier einmal hier bis nach da unten und schauen, was wir da links und rechts an den Berghängen für Bergziegen finden können. Ich nehme natürlich auch alle anderen Tiere. Allerdings haben wir natürlich auch schon einige hier, wobei mir auch hier die Rocky Mountain Wapiti-Art noch fehlen würde. Letzte Woche der anderen Wapiti schon gehabt. Maultier hier haben wir schon, Schwarzbär haben wir schon. Insofern, ja, Dekon-Schaf wird mir auch noch fehlen. Wir gucken mal. Aber viel mehr wahrscheinlich Bergziegen auf dem Plan. Die erste Bergziege ist auch schon vor mir zu hören. 220 Meter, wahrscheinlich genau die, die wir letztes Mal auch schon gesehen hatten. Denn die war nämlich hier hinter dem Hügel. Hier sehen wir aber auch nochmal Grasgebiet von Bergziegen. Mal gucken, ob da vielleicht sogar eine männliche bei ist. Oder ob es nur weibliche sind. Das werden wir rausfinden. Wir müssen mal den Blick hier wieder drüber bekommen. Meinst du, Pirsch uns jetzt da vorsichtig hin? Wir könnten auch mal hier kurz unser Deo benutzen. Damit die mich hier nicht schon von weitem riechen. Aber riechen ist meist nicht das Problem bei dem Game hier. Denn da sind die Sinne der Tiere nicht so ausgeprägt. Wenn man die Statistiken anguckt, wodurch man die Tiere verschreckt. Entweder durch Geräusche oder sonst was. Aber meistens nicht durch Geruch. Und steht es schon, die Bergziege. Genauso wie daneben die andere. Allerdings, wie es aussieht, keine männliche dabei, oder? Die rumschreien hier vor sich hin. Das sind, glaube ich, ah, da ist noch eine. Auch die weiblich. Scheint also eine weibliche Gruppe zu sein, die wir da sehen. Ich würde trotzdem eine da schießen. Weil wir uns hier ein bisschen vorbereiten für das, was heute kommt. Oh. Die eine gar nicht mal gut getroffen, war, oder? Nee. Aber gut, die eine haben wir erwischt. Und damit der erste Bergziege heute. Und wir gehen dann hier in den Hang runter. Ich glaube, dass die Hanglage natürlich immer ein bisschen schwieriger sein wird. Dadurch, dass wir da super viele Wälder auch haben. Und wir die Ziegen dann vielleicht nicht so gut sehen, wie ich sie gerne sehen würde. Aber wir versuchen es trotzdem natürlich hier oben im Hochgebirge deutlich leichter, die Ziegen zu bejagen. Weil eben die Bäume hier ein bisschen lichter sind. Aber da unten, ich glaube, da haben wir auch noch nie Ziegen gejagt. Ne? Also wenn wir da irgendwo eine gute Ziege noch haben, dann wahrscheinlich hier. Hier oben waren wir halt auch schon 8000 Mal Ziegen jagen. Dementsprechend, ja, kenne ich da wahrscheinlich schon jede Ziege und habe die schon jeder einmal gesehen. Aber was hier unten in den Hängen lauert und vor allem da im südlichen Part, das ist mir so super selten, ne? Ich weiß, ob wir da ab und zu mal irgendwie Puma gejagt haben oder so. Ach, guck mal, ich habe da nicht mal mehr Gebiete seit dem Reset. Aber hier sagen wir Berghang, da haben wir Berghang. Da sollten auf jeden Fall Ziegen vorkommen. Sonst hätten wir auch hier das Tal, da kommen auf jeden Fall auch Ziegen vor. In dem Bereich, da ist nämlich auch noch ein bisschen Hochgebirge. Also hier so ähnlich wie hier. Und dementsprechend auf jeden Fall eine Option. Da kommen wir auf jeden Fall ein Warnruf nach Bergziege. Männlich, 140 Meter immer noch hier gleich ab. Ihr seht, da müssen wir uns aber jetzt erstmal hier, ja, Sicht verschaffen ist gut, ey. Die werden wir vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen. Denn die ist da schon echt sehr in den Tannen da leider drin, die hier am Hang wachsen. Und die bilden da wirklich eine sehr, sehr dichte
Mauer. Wir hätten da unten hätten wir halt irgendwo so eine kleine Fläche gehabt. Da hätten wir sie gesehen. Müssen wir mal gucken, ob die da irgendwo stehen, wo wir sie erblicken können. Hier haben wir so kleine Lücken, die sich jetzt hier auftun. Ich bin noch im Busch hier drin. Werkzeuge sehen wir dadurch nicht, ne? Aber es ist eigentlich so die Distanz. Ich habe jetzt hier so ein Buschland vor mir. Eigentlich die Distanz, wo die gerade gecallt hat. Dementsprechend, ja. Kann es sein, dass sie da irgendwo ist, aber ich glaube, ich keine andere Wahl als da jetzt hinzupirschen. Und zu beten, dass wir da irgendwo sehen, ne? Denn wir, die Tannen, werden mir keinen Blick auf die Ziege gewähren. Irgendwo unterhalb von mir scheint es zu stehen. 50 bis 70 Meter. Boah. Wir da rankommen. Ich kriege halt keinen Blick dadurch, ne? Wirklich. Ja, da unten hat's, hat man sie kurz gesehen, glaube ich, unter dem Baum da. War jetzt das Weiß da durch den Baum durch? Boah, ist das eine Ziege oder ist das keine? Kannst da logischerweise nicht einfach rein predikten. Ich glaube, da doch keine Ziege sein wird. Ist ein bisschen weiter weg, es scheint ein bisschen weiter weg zu ziehen. Wir können die vielleicht versuchen, langsam vor uns herzutreiben, bis wir da irgendwie den Blick drauf bekommen. Wir haben auf jeden Fall so eine kleine Wiese, wo die halt auch am Fressen sind, so wie es aussieht. Und ich weiß nicht, ob sie noch da sind, denn gehört habe ich jetzt nichts mehr. Aber wir sind jetzt hier an dem Fraßgebiet der Ziegen angekommen. Ah ja, da ist sie doch. Die Dreierziege, männlich. Die nehmen wir. Und da ist auch irgendwo noch eine, die da wegrennt. Mehrere sind da noch. Da noch eine Dreier auf der Flucht. Auch noch eine Dreier. Oh, 101 sogar. Keine so schlechte. Die ist ordentlich. Aber da werden wir jetzt auch keinen Schuss mehr drauf bekommen. Die rennen jetzt erstmal hier weiter. Den Dank runter. Vielleicht sehen wir so unten nochmal dann. Oh, guck mal, Alter, wie viele Ziegen da sind. The fuck? What the fuck? Wo kommen die alle her? Wo kommen die denn alle her? El Zigos. Oh, ja, droppt auf jeden Fall. Weiß nicht, wie gut wir sie getroffen haben. Aber hier scheint auf jeden Fall Ziegenparadies zu sein. Da sieht man mal. Und manchmal lohnt es sich dann in so Gebiete vorzudringen. Auch wenn sie natürlich schwierig zu bejagen sind. Deshalb bin ich auch hier quasi nie. Weil es natürlich super, super hart ist. Aber wenn wir Diamanten suchen, dann ist da natürlich eine Option. Hier sehen wir eine 3er86 Goldwertung immerhin. Doppelter Lungentreffer. Da noch eine weibliche. Wo ging der erste Schuss hin? In den Stein oder was? Junge. Ganz daneben. Aber die nehmen wir natürlich noch mit. Hier haben wir eh schon geschossen. Ist aber jetzt auch egal, ob wir hier nochmal schießen. Und da unten sehen wir dann schon unser eigentliches Ziel. Nämlich da hinten. Da müssen wir hin. Wir werden also hier runtergehen weiter. Das Tal einmal durchqueren und dann hinten wieder die Berghänge da erkunden. Ob wir da Ziegen finden können. Aber jetzt erstmal hier die weibliche mitnehmen. Und irgendwo müsste ja auch noch die männliche sein. Mal eben. Ah ja, guck mal hier mal den. Das ist die Schweißfährte. Anschuss wahrscheinlich nicht, aber. Oh doch, ist sogar der Anschuss. Nicht natürlicher Treffer. Also irgendwie weit hinten abgekommen, vielleicht. Nicht in die Lunge, wie es aussieht. Aber hier geht die Schweißfährte weiter. Bleiben wir dran. Wir haben ja gesehen, die ist auf jeden Fall beendet und gedroppt. Hier noch 50%. Auch nicht allzu weit gekommen, denke ich. Da vorne. Nee, so ein Stein. Sah jetzt aus, wenn sie da liegen würde. Und wir haben schon mal die nächste Ziege. Aber auch die nicht zu erkennen. Bisher da unten liegt aber erstmal unsere. Die können wir uns erstmal aufsammeln und dann gucken wir, ob wir die da vorne auch noch finden. Die da gerade gerufen hat. Erstmal hier eine mit 89er Wertung. Ja, Schuss bisschen zu weit hinten dann am Ende des Tages. In den Darm hinein. Damit logischerweise nicht gut genug. Ja, nah genug kommen an die Tiere. Diesmal ist Maulti hier. Stimmen brauchen wir nicht mehr für die Lodge. Aber irgendwo da unten scheint auch der zu hocken. Der Call-Indikator ist halt so super daneben häufig. Ah ja, guck mal, da sehen wir ihn aber.
Ist auch schon alarmiert. Wird wahrscheinlich gleich abspringen, der Gute. Ja, zumindest zieht er weiter, aber bleibt mal kurz stehen. Dann schießen wir ihn halt, denn wir sind hier eh unten am Tal angekommen oder fast unten. So ein bisschen auf mittlerer Höhe. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch großartig auf Bergziegen treffen. Wir müssen quasi da gegenüber wieder Richtung des Hangs. Und ja, da hinten in dem Hang sollten wir dann hoffentlich wieder unser Zieltier finden. Aber hier so in den Mittelhängen häufig auch noch Dickhornschafe zum Beispiel, ne? Die man hier dann finden kann. Insofern auf jeden Fall trotzdem weiter die Augen aufhalten auf unserem Weg. Hier Goldwertung bei dem, aber der juckt sowieso nicht. Ich gehe jetzt hier einmal über die Kuppe da oben drüber und gucke, ob wir da irgendwas Neues entdecken können. Ob sich da nochmal eine Sicht offenbart. Oh, hier kommt sogar mal unten eine Bergziege. 90 bis 120 Meter. Also hier irgendwo im Hang. Unten auch noch Bergziegen, wie es aussieht. Und sogar eine männliche, die wir gehört haben. Kann ich sogar hier fast sehen, oder? Sehe ich die nicht. Müsste eigentlich da auf der Wiese wahrscheinlich auch wieder am Fressen sein. Aber wahrscheinlich ein Ticken weiter links rüber. Ich kann aber die Bäume hier nicht erkennen. Die machen es mir heute nicht leicht, die Bergziegen. Macht aber nichts. Wenn wir die anderen gefunden haben, dann werden wir die hoffentlich auffinden. Was ist das da? So ein Stein da hinter dem Baum? Ja, ne? Ja. Da sieht es aus, wenn auch noch ein kleiner Nick drin wäre in der Wiese. Bin jetzt hier wieder in so einem hohen Buschland. Ah. Gut. Da sehe ich jetzt nicht so viel. Aber ich versuche einfach wieder dahin zu pirschen. Immer wenn wir die sich brauchen, bekommen wir sie nicht. Die sind nicht so weit links, wie ich dachte. Sind eher hier irgendwo. Guck mal hier, hier kommt doch gleich so ein kleines Fensterchen, wo wir eigentlich gucken können. Ja, und dann kommt da ein kleiner Tannenbaum da im Weg. Aber dass ich die nicht sehe. Die sind einfach so schneeweiß. Die müssen wir eigentlich easy erkennen können. Ja, die ganze Wiese da. Wo sitzen die denn auf der Wiese da? Oh, da vorne. Da steht sie. Mitten auf der Wiese. Taut es hinterm Baum auf. Die habe ich natürlich im ersten Moment nicht gesehen. Aber die nächste Bergziege für uns hier anscheinend ein Einzeltier. Was hier am Fressen war auf dem Hang. Und wir hier schießen konnten. Dafür, dass sie so offen stand, Alter, habe ich aber echt mich auch schwer getan, die zu sehen. Aber ich sage ja, das also ungenau mit diesen Call-Indikatoren erkennt man dann nicht immer so aus erster Hand, wo die wirklich sind. Stand hinter noch eine vielleicht sogar? Habe ich die gehört hier, aber hellgrau. Boah, spreche ich nicht für eine Ziege, oder? Was ist das für eine Losung hier? Das ist eher Maultierhirsch bestimmt, ne? Ne, ist auch eine Bergziege. Okay, vielleicht habe ich auch einfach eine andere gehört. Ich bin mir nicht sicher, aber jetzt erstmal hier auf Richtung Tal. Ja, und da kommt der nächste Warnruf von der Bergziege. Vielleicht ist es genau die, die wir gerade hier getrackt hatten. Kann gut sein. Die haben wir ja hier. Was ist das für eine gewesen? Männliche. 145 Kilo. Weiß gar nicht, was die für Max-Werte haben, um ehrlich zu sein. Aber die wird wahrscheinlich auch noch vielleicht da vorne sogar ein eigenes Gebiet haben. Vielleicht war die gar nicht da. Oder wir haben die jetzt verscheucht. Wenn wir sie aber verscheucht haben, dann werden wir sie nicht nochmal bekommen. Es sei denn, da sind zwei getrennte, die unterschiedlich fressen. Da vorne sitzt sogar eine Vierer. Also eine gute Bergziege schon. Und auch die hier auf der Wiese nochmal erwischt. Aber schon krass, wie weit nach unten die Bergziegen kommen teilweise, ne? Schon crazy. Aber die sehen... sehen wir hier, haben die, hat die ihr eigenes Fraßgebiet gehabt, also die waren nicht beide miteinander in Zusammenhang, sondern stand einfach so hier. Schöne 100er, schon 107,6 wäre dann dir, also noch nicht ganz, aber schon eine gute, die wir hier haben. Und jetzt haben wir hier schon fast Blick aufs Tal. Jetzt hier ein bisschen Weitsicht, das wäre geil, ne? Wenn man so die Hänge da hinten, wobei der ist schon fast eine Renderdistanz, aber
Ich weiß gar nicht, was da hochkommt. Die ganz steilen Dinger. Wir werden versuchen, die Hänge abzugucken. Sprich, da so ein bisschen. Aber ich glaube, an diesen Steilhängen da wird wahrscheinlich eh nichts sein, ne? Ich muss erstmal gucken, ob ich hier lebend runterkomme, vor allen Dingen. Da vorne sehe ich Rücken von 9 Bergziegen. Eine. Oh, die. Hör mich jetzt schon. Oh, die gute Hörner da, oder? Die eine. Wenn noch Dickhornschafe. Die Bergziege da sehen, die hier. Ist eine 5er, Alter. Die ist ja fast Safe Diamond, oder? Ja, 103 bis 100 irgendwas. Alter, was hat die für Hörner, Junge? Wenn die kein Dia ist, weiß ich auch nicht. Wenn die kein Dia ist, weiß ich auch nicht. Nehm dahinter auch noch mit, Alter. Das muss den Dia-Ziege sein. Alter, was hat die für Hörner gehabt, Junge? Das war ja wie der Satan persönlich, war das ja. Hier in den Einstieg des nächsten Hangs quasi. Also hier geht's schnell nach oben. Wir sehen Dickhornschafe da hinten auf jeden Fall auch noch gewesen. Nein, noch die andere Bergziege. Aber wir haben die große haben erlegt. Anscheinend hier 3 männliche Bergziegen am Fressen gewesen. Und eine 5er Bergziege. Und mit den Hörnern, Alter. Ey, Junge, das ist die größte Bergziege, die ich jemals gesehen habe. Alter, was ist das für eine Bergziege? Die trollt, Junge. Getrollt, Alter. Das kann nicht sein. Junge, ich war mir so sicher, dass die Dia ist, Alter. Guck dir die Hörner an. Wie kann die kein Dia sein? Junge, das ist eine 120er Ziege. Was für 106? Was denn für 106? Die hat 130er Hörner, Alter. Das kann nicht sein, ey. Oh, das Glück, was wir letzte Woche hatten mit den 0, was weiß ich, wie viel über Dia. Haben wir dieses Mal aber richtig reingeschissen, ey. Da haben wir ja richtig reingeschissen. Boah, wat nen Vollbruch. Alter, ich war mir so sicher, dass das eine Dia-Ziege ist. Junge, da finden wir eine 5er-Ziege. Mein Plan hier mit den unerforschten Ziegengebieten geht voll auf. Wenn sich eine versteckt, dann hier. Und dann ist es eine 5er. Hat die Monsterhörner. Und die ist kein Dia, ey. Wie kann das sein? Ey, ich war mir so sicher, dass die ein Dia ist. Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass da gleich das Gold steht, Alter. Das kann es nie sein. Das ist ja wirklich der maximale Komplettbruch, ey. Ei. Ei. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Noch eine werden wir nicht finden hier, wa? Das wird's gewesen sein, ne? Bin auch gebrochen jetzt. Ich will jetzt da nicht mehr hin. Leute, das war's gewesen von der Folge, Alter. Junge, die Ziegen, die können mich mal. Nächste Woche neues Glück. Ah, nächste Woche, Alter, nächste Woche reicht das Glücksrad gar nicht, weil nächste Woche. Lass mich nachdenken. Wenn wir Glück haben, können wir dann schon Nepal, ne? Oder ist danach die Woche? Weiß es noch nicht. Ich werde es morgen erfahren, wenn sie droppen. Das Datum. Ja, also nächste Woche vielleicht Nepal, vielleicht auch nicht. Aber ich muss mich erstmal von den Bergziegen erholen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.